Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Immer noch in Timbergold Trails, waren wir beim letzten Mal schon, denn wir wollen noch ein paar Mehrwölfe verlegen. Denn leider, Freunde, habe ich noch keinen Key bekommen. Ja, für The Hunter Call of the Wild. Deshalb kann ich das noch nicht aufnehmen und ihr werdet heute noch ein normales The Hunter Video sehen, aber ich werde versuchen, morgen Key zu bekommen. Einer von euch wollte mir, glaube ich, sogar einen schicken. Also, bin ich mal gespannt. Hoffe, das klappt alles. Wäre auf jeden Fall mega nice und mega nett. Also hoffe ich, dass ich dann ab morgen Videos von Call of the Wild hochladen kann. Heute aber dann nochmal das Normale. Aber was ich bis jetzt so gesehen habe von Call of the Wild, war, sah schon mal ziemlich nice aus. Bin auf jeden Fall heiß. Deshalb hoffe ich, dass das morgen irgendwie funktioniert, dass ich dann irgendwie einen Key bekomme. Leider habe ich den Stream heute verpasst, weil die auch gestreamt hatten noch heute Nachmittag. Und dann noch ein paar Keys rausgehauen hatten, aber da war ich leider arbeiten. Ja, Freunde, das gibt es natürlich auch. Ja, das echte Leben nimmt natürlich keine Rücksicht auf sowas. Deshalb kann ich da leider nicht irgendwie zusehen, dass ich da einen Key komme. Aber ich werde natürlich alles Mögliche versuchen. Aber jetzt erstmal dasselbe für die Wölfe. Denn auch hier müssen wir alles versuchen, um da hoffentlich einen zu finden. Ich überlege gerade ehrlich gesagt, ob ich wieder da unten den südlichen Bogen machen soll, weil ich da letztens auch keinen gesehen habe. Ich habe die erst hier gesehen, glaube ich. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem mal versuchen, dass wir da vielleicht ein paar Wölfe auftreiben können. Und vielleicht sehen wir diesmal auch das erlegte Tier von denen. Quasi die Baitzeit. Und guck, schon wieder habe ich meinen Hochsitz vergessen, den ich eigentlich einpacken wollte beim letzten Mal schon. Und auch diesmal könnte ich natürlich wieder umdrehen und den einpacken, aber nein, dazu bin ich zu faul. Deshalb lassen wir das schön sein. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber erstmal versuchen wir jetzt hier in die Wälder zu kommen, wo dann hoffentlich die Wölfe ihr Unwesen treiben. Ich bin so kurz davor, nach rechts abzudrehen, ne? Weil ich glaube, dass da ein paar mehr rumlaufen. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch. Ich werde es hier unten herlaufen und versuchen, da welche zu finden. Habe ich eigentlich die Waffen durchgeladen? Ja, ne? Ja, den Bogen habe ich auf jeden Fall durchgeladen. Daran kann ich mich noch erinnern. Bei der 308er war ich mir nicht mehr so sicher. Deshalb musste ich das nochmal kurz abchecken. Aber hier kommt noch kein Anzeichen. Normalerweise kommt dann hier immer so meistens der erste Call. Wenn wir ein bisschen weiter sind unten im Wald. Deshalb warten wir nochmal kurz so lange, ob sich da was tut. Ob wir vielleicht das erste Tierchen schon in Reichweite haben. Und dann gleich vielleicht auch erlegen können. Beim letzten Mal sind wir auch mit dem Wapitis gestartet. Bisschen warm schießen. Können natürlich auch einen Wolf mit Bogen erlegen, aber ob ich das schaffen werde, das weiß ich natürlich nicht. Deshalb gehen wir vielleicht besser auf Nummer sicher und pusten ihn einfach mit der 308 weg. Dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen, was das betrifft. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass das Schießen in Call of the Wild richtig schwer ist. Zumindest am Anfang, wenn man die Perks noch nicht unlockt hat. Ich glaube, das Luftanhalten muss man tatsächlich unlocken. Und du kannst am Anfang nicht Luft anhalten. Und das wackelt so krass, dass du eigentlich keine Chance hast zu treffen. Das wird wahrscheinlich einfach Glück pur oder was. Keine Ahnung. Mal guck an. Da ist der erste Wapiti. Der ist irgendwo da unten. Am Waldrand müsste der stehen. Können wir eigentlich mal erlegen, oder? Ist jetzt zwar kein Wolf, aber da haben wir zumindest schon mal ein Tier auf der hohen Kante und können uns erstmal zurücklehnen. Heißt, ich könnte den rein theoretisch schon mal callen. Dann sollte der mir langsam entgegenkommen. Und ich muss da gleich nicht so lange suche, nicht, dass hinter wegtrabt oder sonst was und dann ist er ganz weg. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deshalb machen wir das schön alles genau so.
war der denn überhaupt? Hätte ich vielleicht mal markieren sollen, wa? Dann stehe ich hier gleich wieder und renne ihm quasi in die Arme, weil ich wieder, wie bei dem Wolf, mich gestern verschätze. Der hat mir natürlich nicht ganz so gut, aber im Zweifel höre ich den vorher laufen. Müsste eigentlich noch ein Tick weiter sein, oder? Na, guck mal, da kommt sogar ein männlicher. Der steht direkt vor mir. Ich soll kurz gucken, wie weit der weg ist. Könnt ihr natürlich schon verschießen mit dem Bogen, aber... Na gut, 40 Meter. Kann's eigentlich machen. Jetzt kommt er natürlich auf mich zu, dann kann ich ihn gleich auf 30 schießen. Oh Gott. Der war... bisschen sehr weit hinten dran, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob mir meine Maus noch verzögert hat oder ob mein Gehirn verzögert hat. Ich habe keine Ahnung. Der war auf jeden Fall nicht so gut. Ich hoffe, dass ich zumindest Eingeweide getroffen habe, dass der da nicht sonst wie weit geht. Also hoffen wir mal, dass das irgendwie halbwegs machbar ist, hier den zu finden und ich jetzt nicht 3 Stunden für brauche. Gucken wir uns einfach den Anschluss an. Der wird uns darüber schon Ausschluss geben. Eingeweide, immerhin. Besser als gar nichts. So, die Fluchtfährte. Ich glaube, die Blutfährte war auch noch irgendwo damit drin. Aber dem werde ich jetzt mal hinterherlaufen. Der sollte auf jeden Fall nicht... Ja, bei Eingeweide, die gehen dann schon noch so eine Minute, 2 Minuten, ne? Kommt darauf, immer darauf an, welche Eingeweide. Wenn du eine Leber getroffen hast, dann gehen sie nicht so weit. Wenn du Magen getroffen hast, hast du natürlich Pech gehabt. Aber wir müssen sowieso in die Richtung, deshalb bietet sich das an, dass wir den einfach verfolgen. Und dann hoffentlich auch finden und nicht in den Büschen hier verlieren, aber da vorne ist die nächste Fährte. Also kriegen wir das hoffentlich hin. Denn, ich meine, ist der Wald hier nicht so dicht, hier sind nur so ein paar Büsche im Weg und da hinten hören auch die Büsche auf. Und dann wird es relativ offen. Noch verliert er Blut. Das ist ein gutes Zeichen. Da haben wir gute Karten, um den noch zu finden. Was haben wir hier? Fluchtfährte. Aus der Richtung Wasser gerannt. Ne. Läuft ein bisschen zickzack, der Gute. Bisschen am Torkeln. Hat den Schuss wohl nicht ganz so gut vertragen. Aber eigentlich sollten wir den jetzt gleich schon sehen, oder? Ist der echt? Guck mal, da stehen noch welche auf der... Da steht ein Wolf. Da hinten zieht ein Wolf. Pirschen sich an den Hirsch ran? Vermutlich nicht. Deshalb werde ich den jetzt schießen. Bevor er gleich irgendwo verschwindet. Scheint auch ein einzelner Wolf zu sein. Ich sehe jetzt keinen Rudel da irgendwie. Wo ist er denn jetzt hin? Da, zieht er. Oh, jetzt lass den bitte nicht hinter die Kuppe da ziehen. Oh Gott, ich krieg den Schuss nicht hin. Ah, der zieht halt genau hinter die Kackkuppe. Ich hoffe, ich habe den getroffen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war's. Entweder ist er in den Boden rein, oder aber ich habe ihn erwischt. Aber hat sich das hier auf der Wiese doch schon gelohnt? Wahrscheinlich hätte ich mich sogar bis zum Hochsitz pirschen können, um den da irgendwie halbwegs zu erwischen oder so. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie schnell der zieht. Deshalb habe ich mich zu dem riskanten Schuss entschieden und werde hoffentlich nicht bestraft dafür. Wenn ich getroffen habe, sollte er nicht allzu weit gehen. So Schuss hat, waren die glaube ich nicht nach den ersten Eindrücken. Also haben wir da vielleicht Glück, dass wir da rauskommen. Oder meinst du, er ist zu dem toten Tier gelaufen? Warum glaube ich nicht. So, wie geht das denn hier weiter? Da vorne. Der kommt jetzt natürlich leicht vom Weg ab. In die Eingeweide.
Mann, der ist aber doch noch ganz schön weit gegangen. Ah, hier war das schon mal ziehend, oder? Guck mal, flüchtend. Sonst wäre das hier sehr ungewöhnlich, dass die Spuren so nah beieinander sind. Heißt, der müsste eigentlich bald mal hier liegen irgendwo. Erstmal steht da vorne ein Grizzly im Wald. Freuen wir mir alles hier. Der liegt auf jeden Fall. Haben wir schon Wolf. Einen angeschossenen Wapiti. Wobei der Wolf vielleicht gar nicht getroffen hat. Ja, vielleicht haben wir gar keinen Wolf. Guck, hier war schon erziehend. Da muss ja auch verendet sein. Wo ist er denn? Wo ist der Gute? Schon liegt er direkt neben dem Grizzly. Gerade jetzt hier, wo der so viel Blut verliert, ist das eigentlich mal ein sicheres Zeichen, dass die gar nicht mehr so weit gegangen sind. Trabend. Hm. Bist du da im Busch? Bist du hier hinterm Busch? Da liegt er doch, oder? Jawohl. Da haben wir ihn. Den Guten. Hä? Das ist er doch gar nicht, oder? Warum ist er so blutig? Ist das so ein... Das ist doch ein Wolfskadaver, oder? Hundertprozentig, das ist nicht mein Wapiti. Das ist so ein Wolfskadaver. Das heißt, ich kann den erstmal hier liegen lassen. Und vielleicht finden wir da einen. Guck mal, da geht mir meine Fährte weiter. Deshalb war auch der Wolf hier. Und deshalb sind auch die anderen Wölfe hier. Ich mache einen Abgang. Scheiß auf den Wapiti jetzt, ehrlich gesagt. Ich werde versuchen, die zu callen. Das ist mein Plan. Ich meine, ich habe jetzt hier so einen Kadaver als Lockwirkung. Den Hochsitz auf der Wiese. Tröte in der Hand. Was gibt es jetzt für eine bessere Ausgangssituation für mich? Guck an, da liegt hier echt so ein Wapiti. Haben wir den doch gefunden. Wunderbar. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass wir jemals so ein Viech während der Aufnahme finden. Aber so kann man sich täuschen. Einmal kurz zurücksneaken. Aber so schnell sollten die eigentlich nicht herkommen. Auch wenn die zwar manchmal schnell ziehen können, aber... Boah, was war das denn? Der hat sich ja vor Schreck abgebrochen, weil er sich so verzweifelt angehört hat. Das war aber ein schriller Ton. Da würde ich als Wolf aber nicht kommen. Da würde ich mir direkt denken, da steckt doch was im Busch. Und das ist kein Wapiti-Kalb, sondern ein böser Jäger. So, jetzt sind wir wo ist jetzt angekommen. Dann werden wir da mal unsere Zeit verbringen. Oder, ohne Witz, da habe ich auch nicht mal echt Glück gehabt. Dafür, dass wir beim letzten Mal so lange gebraucht haben, um überhaupt die ersten Wölfe zu finden. Da bin ich, glaube ich, eine Stunde oder so durch den Wald gelatscht. Und jetzt hier sogar noch ohne Cut ausgekommen. Und schon haben wir die Wölfe um uns herum schon auf einen geschossen. Schon Bär und ein Wapiti, Freunde. Und das alles in 14 Minuten. So, jetzt sind wir hier oben. Fragt sich natürlich nur, ob die kommen. Oder ob die halt durch meinen ersten Schuss. Oder auf die Schüsse überhaupt. Auf den Christi habe ich auch geschossen. Ob die dadurch vielleicht ein bisschen verschreckt sind noch, dass die gar nicht erst kommen. Aber das hoffe ich einfach erstmal nicht. Und bete, dass das klappt. Sehe ich eigentlich den Wapiti von hier? Ja, der ist da vorne.
Okay, hätte ich die vielleicht auch beim Fressen beobachten können, aber da muss ich jetzt halt hier warten, bis dann überhaupt einer vorbeikommt. Weiß nicht, ob die, wie schnell das, keine Ahnung, wie schnell das dauert, bis die überhaupt da vorbeikommen. Oder wie lange das dauert. Nicht wie schnell. Deshalb hoffe ich, dass ich die mit der Call-Wirkung noch ein bisschen mehr reizen kann, um in so eine Richtung zu laufen. Aber ich habe danach auch keinen mehr heulen gehört oder sowas, ne? Na gut. Ich würde sagen, ich mache dann erstmal einen Cut an der Stelle und warte so lange, bis die rauskommen aus dem Wald, wenn sie dann kommen. Und dann müssen wir noch die anderen Tiere suchen gehen. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Aber wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und jetzt steht der Wolf da auf der Wiese. Ist aber tatsächlich ein anderer Wolf gewesen. Ist auch ein dunkler wieder, ne? Ein männlicher Wolf kommt angetrabt, kommt aber wahrscheinlich alleine, wie das aussieht. Auf jeden Fall haben die rings um mich gecallt die ganze Zeit. Aber hat jetzt relativ lange gedauert, bis der erste Wolf kam. Zwischenzeitlich kamen ein paar Vampiris vorbeigezogen. Aber die anderen kamen alle nicht. Ich weiß nicht warum. Also auf den Kadaver haben sie nicht reagiert. Auf mein beharrliches Pfeifen auch nicht. Deshalb werden wir jetzt versuchen, den Wolf da zu legen. Vielleicht sogar mit dem Bogen. Was trabt er so schnell? Ja, als ob! Als ob der jetzt abspringt. Habe ich nicht getroffen. Alter, wie scheu sind die denn? Im Hochsitz hat er mich gesehen, oder was? Lächerlich. Richtig lächerlich. Ja, dann springt der Wapiti ab. Na gut, dann, jetzt lasse ich erstmal gucken, ob ich den Wolf erlegt habe. Danach können wir den Grizzly einsammeln. Und dann können wir nochmal den Wapiti suchen. Ohne Witz, dafür warte ich jetzt, dafür, dass ich den dann nicht mit dem Bogen erlegen kann. Junge, Junge, der war aber jetzt sehr angespannt, der Gute. War auf jeden Fall der, der gecallt hat. Da hinten hat nämlich einer gecallt im Wald. Und dann kam der hier halt angedackelt. Aber brauche ich gar nicht gucken, ob ich den getroffen habe, weil das war eh nichts. Liegt da noch ein Kadaver? Tatsächlich. Guck mal, liegen zwei Kadaver. Deshalb ist auch hier so viel Wolf-Aktivität. So, wenn ich hier einen getroffen habe, dann müsste der rein theoretisch hier hinter der Kuppe irgendwo gewesen sein, der Anschuss. Aber ist leider gar nichts. Oh je, nicht mal den habe ich erwischt, oder was? Na, ja, das war ja wieder erfolgreich, Freunde. Von dem finde ich nicht mal eine Spur. Ist die Spur schon wieder weg, oder was? Das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Ne, nichts zu machen. Dann werde ich jetzt hier den Bär suchen gehen. Und dann den Wapiti. So machen wir das. Wenn es anders nicht geht, dann halt so. Aber den Bär werde ich jetzt auch wahrscheinlich finden, weil der müsste irgendwo im Wald drin sein. Weiß aber nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall war der down. Das habe ich gesehen, dass der zusammengesackt ist und der Wapiti müsste auch verendet sein. Mit einem Pfeil in Eingeweide. Ich renne da mal kurz hin. Hallo Bär. Den ich mir mal viel lieber markieren soll. Aber da hatte ich noch die Wolfsfährte markiert und ich dachte echt, dass ich den erwischt habe. Warte mal, unten ist der Wapiti. Das heißt, hier müsste irgendwo der Grizzly sein, oder? Ist der nicht hier hochgerannt? Zwischen die Bäume hier oder was? Dein Licht ja doch. Sehr gut, dann haben wir den schon mal erwischt. Ja, sogar beide Treffer.
deshalb auch relativ zügig verendet. Von wem verfährt das wäre. Achso, da waren die vom Grizzly. Da haben wir. Können wir den eigentlich aufheben? Ich glaube schon. Aber erstmal machen wir von dem Foto. So. Haben wir erledigt. Kriegt er. Gibt auch Punkte, wenn man den aufnimmt. No score. Scheiße. Na gut, aber man kann die Kill-Sites auf jeden Fall quasi löschen. Jetzt habe ich aber den alten Wapiti nicht mehr aktiv, wa? Aber da ist er. Eingeweide. Muss er hier im Wald irgendwo hier liegen? Kann er nicht so weit gegangen sein? Wobei hier war er schon wieder flüchtend, aber ich glaube, da hinten liegt er. Ja, das leuchtet da hinten. In Pink! Und ich sehe das Wapiti-Hinterteil. Also haben wir ihn doch noch erwischt. Sehr gut. Ja, leider kein Wolf heute. Aber wir haben immer einen Wolf gesehen und vor allem zwei Fraßobjekte, zwei Kadaver, zwei erlegte Tiere von den Wölfen. Was wir auch noch nicht gesehen hatten. Von daher, Wölfe haben wir beim letzten Mal gesehen. Heute einen zumindest lebend. Leider nicht erlegt, aber was soll's. Man kann nicht immer Glück haben. Deshalb soll es das erstmal gewesen sein vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ab morgen dann hoffentlich Call of the Wild. Drückt die Daumen, dass das alles klappt. Bin gespannt. Und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Und ja, das soll es gewesen sein. Also macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.